Das ist das Herzstück unserer Lungenfunktion, der Bodyplethysmograph. Man kriegt eine Nasenklemme, damit man wirklich nur durch den Mund atmet und man wirklich die ganze Atmung misst. Ein. Es werden verschiedene Manöver durchgeführt, um eben wirklich zu messen die Atemwegswiderstände und dadurch eben einen Eindruck von der Funktion der Lunge und der Atemwege zu bekommen. Immer ein und aus? Da messen wir wirklich alles, was relevant ist für die Atemwege. Da messen wir die Volumina, wie viel in die Lunge hineingeht. Da messen wir die Flüsse, die Flussströmungen der Atmung. Da können wir auch messen, wenn wir Medikamente geben, wie die die Atmung verändern. Wie gesagt, das Herzstück unserer Lungenfunktionsdiagnostik, der Bodyplethysmograph.